Antenne Vorarlberg. Und man sieht schon, ich bin bei der Feuerwehrjugend. Die brauchen nämlich dringend Nachwuchs, denn ein Viertel der Feuerwehrleute in Vorarlberg sind schon über 60. Nur nachkommen tut leider fast nichts mehr. Aber diese beiden sind auf jeden Fall schon da. Die Leonie, hallihallo. Hallo. Und der Colin. Hallo. So, jetzt sind wir da bei der Feuerwehr, aber irgendwie, ich bin nicht ganz passend angelegt. Was meinen da? Nein, nicht gerade. Stimmt nicht, gell? Nein. Haben ja vielleicht für mich ein Outfit, dass wir es mal wechseln können? Ja. So, jetzt bin ich in voller Montur, natürlich auch mit Helm, wenn man schon bei der Feuerwehr gut ist. Colin, wie lange bist jetzt du schon dabei? Seit Herbst 2016. Und wie schaut es bei dir aus, Leonie? Herbst 2015. Das heißt, du hast ein bisschen mehr Erfahrung? Ja, wahrscheinlich. Und wenn jetzt mein Haus in Flammen steht, dann weißt du genau, was zum Tun ist? Ungefähr. Ungefähr nur? Ja, in der Theorie schon. Das ist ja schon mal etwas. Colin, was gefällt denn dir am besten bei der Feuerwehrjugend? Die Proben. Was machen da denn dort? Was lernen da? Ja, wir lernen zum Beispiel Brände löschen. Und zum Beispiel am Fettbrand löscht man nicht mit Wasser, sondern man erstickt zum Beispiel mit einem Deckel. Warum das? Weil wenn man es mit Wasser löscht, hat man dann keine Küche mehr. Oh, das wäre ungünstig. Ja, dann kann man nicht mehr kochen, gell? Ja. Ja, das ist doch schon mal sehr was Interessantes, was man so lernt bei der Feuerwehrjugend. Leonie, was denkst du, warum ist es jetzt so wichtig, dass es euch gibt, euch Nachwuchs? Weil es interessiert sich eigentlich nicht so wirklich für der ältere Jugendliche jetzt so für Feuerwehr und sonst gerade einfach der Nachwuchs aus und auch die Feuerwehrler. Und dann ist schon vor mal keiner mehr da, wo Brände löscht. Also kommen zur Feuerwehr.